Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe. Equinox Prime ist heute aufgeschlagen mit dem Hotfix 24.5.8 und diesen Hotfix werden wir uns auch in Zukunft ein bisschen genauer ansehen, aber in diesem Video tun wir unser Hauptaugenmerk erstmal auf die junge Dame selber legen, nämlich Equinox Prime und natürlich mit den Waffen, mit der sie aufgeschlagen ist. Aber natürlich werden wir auch gleich uns ansehen, welche Wege ihr einschlagen könnt, um sie in euer Besitz zu bringen. So weit, so gut. Und natürlich, das, was ich jetzt hier sage, gilt eigentlich mehr oder weniger für alle Primes, die momentan im Spiel existieren oder die noch kommen werden. Aber gut, gehen wir erstmal los und gucken uns an, was der Warframe aussagt und vor allem, wie sieht er überhaupt aus. Und hier wäre es auch schon, Equinox Prime mit ihren beiden neuen Prime-Waffen, nämlich Torpedo Prime und der Stradavar Prime. Soweit, so gut. Und ja, bei diesem Warframe ist eigentlich eine Sache sehr speziell, denn in Wirklichkeit ist es nicht ein Warframe, sondern zwei verschiedene Warframes, die quasi fusioniert sind quasi zu einem. Wir können zwischendurch auch die jeweils wieder separat ausspielen in der Mission, aber ansonsten... Ja, es reden wir von zwei komplett verschiedenen Skillsets, die zwar eine gewisse Ähnlichkeit haben vom Ablauf her, aber inhaltlich anders funktionieren. Und am besten, bevor ich jetzt mir langen Wolf sapple gerade, ich habe rein zufällig auch für diesen Warframe noch ein sehr ausführliches Video mal bereitgestellt in der Vergangenheit. Und daran hat sich inhaltlich nicht wirklich was geändert, außer dass die Stats natürlich von diesen neuen Prime Warframes inhaltlich ein bisschen besser sind. Das heißt, man hier vielleicht ein bisschen mehr Rüstung und natürlich die Möglichkeit, auch diese Death Cubes für Energie abzusaugen. Aber ansonsten im Großen und Ganzen, von den Skills her vor allem, sollte das sich nichts geändert haben. Und gut, gehen wir schnell weiter eben noch zu den Waffen. Und hier wäre schon die Torpedo Prime. Wir reden von einer hellebardenartigen Waffe, die Meisterschaftsrang 10 benötigt und eine 1,17 Angriffsgeschwindigkeit hat, also so relativ schnell. Dann haben wir eine Crit-Chance von 24% beim 2,4-fachen Multiplier, was ziemlich nice ist. Und eine 24% Statuschance. Sehr schön, sehr schön. Durchschlagschaden reden wir hier von immerhin 7,6, genauso wie Einschlagschaden. Und Schnittschaden 60,8. Ich sehe schon, dass diese Waffe wahrscheinlich sehr schnell mein Liebling sein wird. Mit Ausnahme des, mal im Ernst, das Ding sieht aus vorne wie ein Dosenöffner. Aber ansonsten ist es eine tolle Waffe. Und hier haben wir die Stradavar Prime. Ja, und auch sie hat zwei verschiedene Feuermodis. Und bevor wir darauf eingehen, wir brauchen dafür Meisterschaftsrang 12. Dann haben wir eine Akkuranz standardmäßig von 25 mit einer 24% Crit-Chance mit 2,6-fachen Multiplier. Feuerrate 10 und 90er Magazin und 2 Sekunden nur nachladen. Aber dafür nur Statuschance von 12%. Bedauerlich, möchte ich fast sagen, denn diese Waffe hat 10,5 Durchschlag, 9 Schnitt und 10,5 Einschlag. Aber das wäre ja nur die Schnellfeuervariante der Waffe. Glücklicherweise haben wir noch natürlich einen sekundären Feuermodus, womit man die Akkuranz auf 66,7 bekommen, Crit-Chance auf 30% und mit einem 2,8-fachen Multiplier. Dafür geht die Feuerrate logischerweise ein bisschen runter, nämlich auf 3,33 und die Statuschance geht dafür rauf auf 22%. Dafür müssen wir aber für jeden Schuss eben klicken. Ansonsten drehen wir von Durchschlag dann 24 Schaden, Einschlag 8, aber dann 48 Schnittschaden. Das könnte mir schon mal direkt deutlich mehr gefallen. Aber wie kommen wir jetzt in die junge Dame inklusive ihrer Waffen dran, werde ich jetzt fragen. Gar kein Problem, darauf gehen wir jetzt ein. Der kürzeste und einfachste Weg, und natürlich der teuerste, wäre natürlich der, dass ihr einfach auf den Markt geht und euch den Prime Access organisiert. Wie immer gibt es natürlich dabei diverse Pakete zur Auswahl. Sei es nun eben Platinum und die Waffen dabei, sei es noch mehr Platinum, den Warframe, die Waffen und noch ein paar Glyphen dazu, oder noch mehr Platinum, der Warframe, die Waffen, die Glyphen und das Accessoires Pack. Wobei, Accessoires Pack gerade, natürlich können wir auch dieses Accessoires Pack separat uns kaufen und den Warframe und die Waffen wieder farmen im Spiel. Allerdings sollte man auch wirklich hier mal wirklich einen Blick drauf geworfen haben, denn dieses Pack diesmal mit der Syrandana drin und dem Rüstset sehen diesmal ziemlich nice aus. Muss man wirklich mal sagen, und inklusive natürlich auch dieses Paket, dieses Prime Accessoires Pack, sind 90 Tage Affinity Booster und 90 Tage Credit Booster natürlich wie immer bei. Das könnte den einen oder anderen vielleicht dazu bewegen, vielleicht da mal zuzuschlagen, weil wie gesagt, das sieht diesmal ja wirklich nice aus. Aber die Wahl bleibt natürlich wie immer euer. Aber für Leute, die jetzt sagen, ja, ja, Moment, aber wie du ja eben vielleicht oben schon gesagt hattest, ja, vielleicht will man ja auch farmen einfach mal im Spiel und vielleicht darüber nachdenken, ob man das Fastpack sich kaufen will. Und in dem Zusammenhang, gar kein Problem, gehen wir mal auf das Farmen jetzt im Spiel an und den Weg, den ich jetzt euch vorschlagen möchte in dem Zusammenhang.
Gut, gehen wir mal auf das Gefarme selbst ein. Natürlich brauchen wir, um Primes zu kriegen, erstmal Relikte, wo eben diese Bauteile drin sein könnten. Und der einfachste und kürzeste Weg hierbei wäre für mich natürlich wie immer an den Syndikatständer zu gehen. Und dementsprechend, wo ihr jetzt schon zugeschlagen habt, bei welchem Syndikat, habt ihr vielleicht diverse Punkte schon mal ein bisschen gebunkert. So wie ich es jetzt letzten Tag getan habe, für Red Veil bin ich schon mal in die Schlacht gezogen. Und ja, wir gehen einfach hin und suchen uns eben eine entsprechende Belohnung aus. Auf jeden Fall, erschreckt mich nicht so. Davon abgesehen müssen wir jetzt mal besonders scrollen. Genau, hier, das suchen wir nämlich Relic Packs. Und davon kaufe ich mir jetzt auch so viele, wie es geht, Fragezeichen. Ja, nehmen wir erstmal so viele, 6 Stück. Und ich gucke jetzt auch gar nicht lang hin, was ich kriege. Ja, ja, danke. Und macht die erstmal alle schnell auf. Und gleich werden wir auch sehen, ob ich da was Geschicktes bei rausgekriegt habe, was ich jetzt vielleicht gerade in dem Zusammenhang auch benutzen gehen kann. Soweit also so gut. Jetzt haben wir erstmal einen ganzen Stapel eben Relikte erhalten und ja, lass mal gucken, ob da was Gutes bei war. Und ja, natürlich können wir diese Relic Packs auch auf anderen Wege noch erhalten, zum Beispiel auf dem Markt gegen Platinum, wobei ich dann euch fragen muss, warum ihr den Warframe nicht direkt kauft. Wäre vielleicht ein bisschen günstiger, vielleicht sogar am Ende des Tages. Oder natürlich gegen PvP-Punkte. Ja, auch diese könnt ihr theoretisch eintauschen, eben gegen diese Relic Packs. Aber gut, gucken wir, wie gesagt, jetzt hier mal kurz rein bei den Relics und Arcanes. Und geben hier oben mal ganz dezent ein, lass mich kurz gucken, Equinox. So, und das wären jetzt die Relikte, die wir eben bräuchten dafür. Ausgezeichnet, und so wie es aussieht, habe ich Glück gehabt. Ich habe mindestens einen von den jeweiligen gekriegt. Gut, gucken wir mal bei Meso E2 drauf. Insgesamt 3 Stück waren sogar ausgezeichnet. Und wir sehen auch, was sonst eben noch so gegeben ist. Und vor allem das Wichtige drunter ist, wo es eben sonst noch droppen könnte. Ja, vor allem... Das ist die ganze Menge, aber ich spoilere jetzt schon eine Kleinigkeit. Cetus Bounties und Obvalis Bounties, glaube ich, ist das beste seit geschnitten Brot. Auch wenn man dann vielleicht nicht mehr unbedingt Bock drauf hat, so wie ich gerade. Aber ja, dort hingehen und die Teile zu farmen, macht viel Sinn. Wir werden auch gleich uns ansehen, warum ich das gerade so lauthals formuliert habe. Denn die Dropchance ist, um es mit dem Wort mal zu formulieren, einfach nur pervers da. Denn das habe ich auf dieser Webseite nämlich nachgelesen und die ist auch von DE selbst. Und hier können wir alle Relikte und alle Dropchancen nachlesen, die es im Spiel gibt. Ausgezeichnet, würde ich mal gerade sagen. Auch wenn hier oben natürlich beisteht, dass es eigentlich für die PC-Version nur gilt, für Warframe. Aber im Ernst, ihr an der Konsole, unter Umständen könnt ihr auch sehr viel Witziges und sicher Sinniges raus erfahren. Das Einzige, was wir jetzt machen müssen, wäre nur Folgendes. Wir müssten einfach nur STRG F drücken, zumindest bei Mozilla Firefox. Und dann kriege ich eben die Option, auf diesem Dokument zu suchen. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch eingeben Equinox. Und schon kriegen wir alle Equinox angezeigt, die im Spiel droppen. Dummerweise eben aber auch der auf Uranus. Der soll aber jetzt mal uns egal sein. Wir gehen mal schnell und geschickt an dem vorbei. Klick, klick, klick. Und hier hätten wir schon einen. Axi K... 5 wäre das. Ausgezeichnet, würde ich mal gerade sagen. Nehmen wir mal diesen ganzen Beitrag hier mit. Nehmen wir mal Axi K5. Jetzt wissen wir, wie es heißt. Man hätte ihn eben auch abschreiben können im Spiel, aber sei es mal gerade auch da, wie es will. Ich füge das hier unten schnell ein und tada! Muss ich jetzt nur ein paar Mal nach unten drücken und schon springen wir dahin, wo eben die Sache überall droppt. Und da sehen wir auch hier schon, das ist Rotation C mit 11%. Das sieht interessant aus. Wo wäre das? Aha, Oroken Derelict. Überleben wäre das. Hm, wunderbar, wunderbar. Können wir machen, können wir machen. Aber lasst mich mal gerade ein bisschen durchscrollen, denn womöglich werden wir hier gleich absurd hohe Zahlen... Wir haben es schon gefunden. Wir haben es schon gefunden. Mit 33,04%. Und wenn wir ein bisschen weiter runter hin scrollen, sehen wir auch noch so eine 38% rumvegetieren, wo ich sage, oh, interessant, wo soll das bloß sein? Wo ich schon eben meinte, dass wir extrem hier. Wir reden natürlich von der Level 40 bis 60 Cetus Bounty. Soweit, so gut, soweit, so gut. Also zwischendurch macht es durchaus Sinn, schon mal auf Cetus Bounty mal vorbeizuschneiden dafür. Gut, gut, aber es gibt sogar noch was Besseres. Ja, es gibt noch was Besseres. Ja, hier fängt es nämlich schon an, ich glaube, ich habe es auch schon wieder gefunden, mit 25% schon bei der Stage 1, 2, 3, 4 und 5. Wunderbar. Aber was, wenn ich ein bisschen runter scrolle, okay, da sind wir 21%, aber hier... Bam! 50% Chance, dass es da droppt in der Final Stage der Mission. Mein Gott, was kann das hier nur sein? Es ist nur Obvalis Bounty Level 60 oder Level 40 bis 60. Mensch, ne?
Ich denke, bei dieser Drop-Chance müssen wir nicht lange diskutieren, dass das ziemlich gut ist. Aber natürlich gibt es noch andere Level im Spiel, wo ihr natürlich diese Relikte herkriegen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr eben weiter nach unten klickt, werdet ihr auch alle anderen Versionen hier noch rausfinden. Wobei bei 6, noch was Prozent würde ich sagen, lass uns mal gerade lieber sein. Aber ja, ihr könnt dieses Dokument halt danach eben durchsuchen, was ihr eben gern haben wollt oder welche Missionen oder welchen Planeten ihr jetzt gerade am liebsten farmen gehen wollt. Da könnt ihr euch das raussuchen, was ihr am liebsten haben wollt. Natürlich, wer jetzt nicht die höchste Prozentchance haben will, ja, ich glaube, der kommt an den Bounties leider nicht vorbei. Ach ja, der Link übrigens zu der ganzen Liste hier verlinke ich natürlich wie immer unter das Video danach noch. Gar kein Problem. Aber wie ihr seht, ist die Sache relativ übersichtlich. Erst sich eben ganzen Stapel Relikte organisieren, dann im Codex nachgucken, welche ihr habt, beziehungsweise welche euch noch fehlen und vor allem wie sie heißen und vielleicht auf der Liste nachgucken, wo man sie dann am besten herkriegt. In dem Falle habe ich sie eben schon gespoilert, wahrscheinlich durch die Bounties. Und dann fehlt eigentlich nur eines. Wir müssen gucken, wie sehr sie ausgebaut werden müssen. Natürlich müssen wir die Relikte noch aufwerten, was wir an dieser schönen Station hier hinten in der Ecke machen. Und da ich mir gemerkt habe, wie das Relikt heißt, nämlich Meso E2, sehen wir auch hier schon eben, was da alles drin ist. Und die letzte Position ist auch das, was relevant ist, nämlich Equinox Prime Systems Blueprint. Und vielleicht schon mal so viel zu spoilern, nein, für Leute, die damals Equinox noch so im Spiel gefarmt haben, eben auf Uranus, wir müssen nicht wieder zwei komplette Sets von Warframe zusammenfarmen. In dem Falle ist es wirklich nur wie gehabt, quasi wie immer, könnte man beinahe sagen. Wir bauen also den Helm, das Chassis, Systeme, Blueprint, fertig. Ja, ich weiß, Ruken zählen, aber wir müssen jetzt nicht zwei komplette Sets nochmal farmen, wie damals. Was schon mal nice ist, aber ja. Aber vielleicht, um die Balken hier nochmal ganz kurz noch ein bisschen genauer zu erklären. Es sieht so aus, dass die natürlich, wie oben schon angedeutet wird, dass die prozentuelle Drop-Chance darstellen, wie gut dann eben dieser Gegenstand in der Mission droppt. Das heißt, diese Gegenstände hier oben, die so eher, ich sag mal, bronzenfarben sind, die würden eben mit 25,33% jeweils droppen können. Die silbernen könnten droppen für jeweils 11% und ja, das, was wir eigentlich haben wollen, nur mit einer wuppischen 2% Chance, was natürlich total Käse ist und deswegen werden wir diesen Gegenstand noch aufwerten, eben mit diesen Refinement-Punkten, die wir eben dafür erhalten, allein schon, wenn wir eben Relikte generell öffnen in Mission. So, das Einzige, was wir machen müssen, ist hier unten sagen Radiant, weil Radiant ist strahlend und das ist natürlich die beste Ausbaustufe, die wir haben können. Ja, und das Bewegen der Balken sagt es eigentlich schon aus, wir tun quasi das Glück von den, ich sag jetzt mal, billigen Gegenständen zu den eher, ich sag jetzt nicht besseren, aber zu den eher seltenen Gegenständen, ja, seltenen Gegenständen her umleiten, damit eben die besser droppen können. Das heißt dann, wenn wir jetzt, ich tue es mir endlich mal aufwerten, ich tue jetzt mal hier das alles draufschmeißen, ja, sage ich mal dazu, läuft. Und das heißt mal in Worten jetzt, dass diese Systeme hier unten, diese Equinox Prime Systeme, 10% Chance haben zu droppen in der Mission, ausgeteilt sage ich nur, und die Silbernen immerhin 20% Chance haben, ja, und was übrig bleibt, ja, verteilt sich eben jetzt endlich nur noch auf Bronze. Was natürlich dann heißt, dass die Bronzen-Gegenstände hier oben alle nur eine Drop-Chance jeweils haben von 16,67%. Und natürlich, auch wenn ich es jetzt nicht extra sagen müsste, aber natürlich heißt es auch, dass wenn ihr ein Relikt habt und was von hier unten haben wollt, macht es keinen Sinn, das Zeug aufzuwerten. Lasst es einfach so stehen, spart euch die Punkte. Und jetzt kommen wir eben zum letzten Teil schon, was ich euch empfehlen wollen würde, nämlich das Öffnen des Reliktes selbst. Und wie es natürlich wie immer ist, wir gehen hier oben hin, gucken uns eine passende Mission aus und sagen, hey, hier die Überlebensmission wäre super, weil da tun wir eben mit dieser Meso-Feature dieses Ding aufmachen. Alles halb so wild, könnte man tun, empfehle ich euch aber nicht. Denn jetzt momentan, wenn ich diese Mission hier starten sollte, dann habe ich ja als einziger wahrscheinlich nur dieses Relikt dabei auf der maximalen Stufe, was super optimal ist und deswegen gehen wir da jetzt nicht rein. Denn ich empfehle euch den Chat, in dem Falle den Rekrutierungschat. Zumindest im englischsprachigen Bereich könnt ihr sehr schnell eine Gruppe eben finden, eben von Leuten, die das gleiche Relikt haben und die gleiche Ausbaustufe vom Relikt haben und schon erhöht ihr eure Drop-Chance von dem Teil, was ihr haben wollt, doch deutlich. Und ja, was eigentlich hier nur beachten müsste, gerade zumindest im englischsprachigen Bereich, entweder wollt ihr hosten, dann haut ihr hier, wie ich es jetzt hier gerade, ich halte es mal kurz ein bisschen fest, damit man es überhaupt lesen kann, dann schreibt ihr wahrscheinlich H davor, dann natürlich hier, welches Relikt damit gemeint ist und welche Ausbaustufe schreibt man meistens noch dahinter. Es gibt den einen oder anderen, der noch Ratshare da reinschreibt, aber mal im Ernst, jeder, der hier das hier so hinschreibt mit dem H, Relikt und dann hier mit dem Rad dahinter, der geht davon aus, dass ihr das gleiche Relikt mit der gleichen Ausbaustufe eben dabei habt. Das Ratshare kann man natürlich immer noch dabei schreiben und natürlich sollte man auch, bevor man losmarschiert, auch noch genau nochmal gucken, A, ob ihr es wirklich dabei habt und B, ob ihr auch die passende
Ausbruchstufe wirklich gegeben ist. Aber ansonsten, ja, reinmarschieren die Mission, Relikt öffnen, rausmarschieren und hoffen eben, dass das Passende eben dabei war. Jawohl. Und mal im Ernst, ich habe das jetzt jedes Mal so gefarmt und mit ein bisschen Glück hat man wirklich in wenigen Tagen nahezu schon alles direkt zusammen. Anstatt dass man jetzt tausende von Relikte alleine öffnen geht, einfach nur wenige Relikte mit einer abgestimmten Gruppe sammeln oder aufmachen gehen eben und schon ist das gar kein Problem. Und für Leute, die jetzt sich fragen, wie zum Henker kriegt man das Relikt da so reingeschrieben im Chat, gar kein Problem. Machen wir es mal gerade selber. Ich würde selber immer gern hosten, weil ich hasse es, wenn Host-Migration stattfindet aus irgendwelchen dümmlichen Gründen und ich vielleicht deswegen keine Belohnung kriege. Deswegen will ich gerne immer selber hosten. Und dann natürlich müsste ich eine eckige Klammer aufmachen. Jawohl, und dann müsste ich einfach nur hinschreiben, in meinem Fall habe ich ja gesagt Meso. Und das Gute ist, wir kriegen ja schon das alles ein bisschen vollständig. Wir sagen Meso E2. Ja, hier haben wir es schon, Relikt. Zack. Jetzt müsste ich einfach nur noch Rad dahinter schreiben und müsste Enter drücken. Fertig. Und die Sache wäre eigentlich schon gegessen. Und schon seid ihr unterwegs. Mit einer Gruppe eben mit dem entsprechenden Relikt. Aber, werde ich jetzt sagen. Aber was ist, wenn ich jetzt eine Gruppe gar nicht selber aufbauen will? Ich will mir nicht die Arbeit machen, andere sollen für mich die Arbeit tun. Da habt ihr sogar zwei Optionen, wie ihr das machen könnt. A, könnt ihr natürlich selber reinschreiben, hier mit LF anstatt von H, also looking for. Also ich suche quasi eine Gruppe, die mich mitnimmt und wollte nicht selber hosten. Dann ist LF davor. Oder was natürlich auch mal machbar ist, wenn ihr einfach nur andere anschreiben wollt, die hosten, was ja natürlich auch geht, dann müsst ihr einfach nur diese kleine Lupe hier oben drücken und zum Beispiel reinschreiben, ja, Meso zum Beispiel, in dem Falle E2. Patch. Und ja, müsst ihr natürlich sagen, das soll das Ding drin haben. Und schon müssten jetzt die neuen Sachen, die unten reinplätschern, müssten jetzt alle Meso E2 sein. Wie ihr seht, kein Problem, sofort ist unser ganzer Chat eben sortiert. Und ihr müsst auch keine Romane schreiben in den Chat. Es reicht durchaus, wenn ihr einen anschreibt und sagt jetzt, ihr wollt der Gruppe beitreten, sagt ihr einfach nur INV, also INV für Invite und dann wird die Sache gegessen. Und natürlich, ihr werdet in der Regel angehauen, wenn ihr hosten wollt mit INV und dann müsst ihr einfach nur die einladen, bam, fertig aus. Und schon seht ihr, das müsstet ihr eigentlich nur machen, damit ihr sehr bald eben in den Besitz der passenden Primes eben kommt, die ihr haben wollt. Und mehr muss ich dazu eigentlich nicht sagen. Viel Erfolg, sage ich nur wie immer beim Farm. Und ja, ich habe eben schon gesehen, es gab einen Hotfix. Zu einem Hotfix, deswegen... Das war vielleicht ganz gut, dass ich nicht vorhatte, das alles in ein Video zu packen. Aber das wäre es für mich erstmal wieder gewesen. Danke fürs Vorbeischauen und Zuhören. Das war's für MK3 und ja, wie gesagt, viel Erfolg für jeden, der jetzt Farm gehen will. Und die Sache mit dem englischen Chat, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es im Deutschen aussieht in dem Zusammenhang. Ich weiß nur, im Englischen ist das absolut krass, was da immer in Gruppen gesucht wird, gerade in den ersten Tagen, wo eben so ein neuer Prime rauskommt. Und wie gesagt, im Zweifelsfall draußen das Spiel im Launcher, wenn ihr am PC spielt, eben umstellen. Und sagen, oh, ich spiele halt mal eine Zeit lang im englischen Bereich, damit ich vielleicht alles schnell zusammengefarmt kriege. Danach könnt ihr ja wieder auf Deutsch zurückwechseln oder es hat sich mittlerweile im deutschen Chat auch diesbezüglich mehr getan. Aber ich meine, mich damals zu erinnern, dass im deutschen Chat die Sache ein bisschen schwieriger zu finden war. Bis die Tage also und ciao.